Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Abriss. Wir werden weiter hier Zerstörungsorgie spielen, weil es macht Spaß. Das ist ein bisschen was zum Denken, man kann nicht so einfach nur drauf loshämmern, muss ein bisschen nachdenken. Macht mal Spaß. Daher schauen wir sich jetzt mal die nächste Welt an. So, wie schaut das hier aus? Wir haben jetzt zwei Laser, die hin und her fahren. Also, da können wir nichts drauf bauen, rund da nicht. Ich schätze mal, der Leuchtstreifen soll ungefähr andeuten, was wir tun sollen. Sind wir da ziemlich hierbei, ja. Leider kann man die Kamera nicht runterlegen ganz. Man sieht, wo genau der streift. Na gut, wir werden mal hier einfach mal ein bisschen losbauen. Schauen wir mal. Wir müssen mal nach oben. Das würde ich sagen, passt ja mal. Da haben wir dann Connector ran. Rüber. Ja, und jetzt stehen wir an. Okay, das war nix. Mal den Connector da. 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 Leck. Kann man dieses snappen irgendwie? Nein. So, oh ja, warte, muss das so gang. Können wir raufziehen da. Wow, geht sich aus? Cool. So, dann, jetzt haben wir aber nichts mehr. Wir müssen da irgendwie. Vielleicht hätten wir da ganz am Eck hier anfangen sollen. Warte mal. Warte mal. Wir müssen ja eigentlich nur bis da nach vorne kommen. Dann mit einem Laser vorbeischießen. Und dann Connector ran. Da geht man nicht vorbei. Okay, wir könnten ein bisschen nach oben noch. So. Connector. Connector. Gut. Probieren wir mal. Eigentlich brauchen wir nur ein rotierendes Teil. Und da jetzt ein Laser ran. So, jetzt wäre interessant, ob das hält. Das verspricht. Boah. Schau mal. So. Ich warte nur, ob der Laser jetzt irgendwas macht. Und der schneidet sich da durch. Okay. Das können wir ja so mal lassen. Das schneidet jetzt mal ja das meiste auseinander. Müssen sie ihn aber ein bisschen verdrehen. So. Ja, genau, dass sie die ganze Länge unten durchschneidet. Dann fällt nämlich. Ja. Das wäre ausbaufähig gewesen. Aber ich denke, das wird noch was. Das ist abstürzt. Ja, geschafft. Naja, wir haben es geschafft. Wir hätten das ein bisschen höher bauen sollen, das oder niedriger. Je nachdem, dass die Laser das nicht treffen. Dann nur so runterzielen zuerst hierher. Oder dahintere, das vorbeifahren lassen, das wegschneiden, das und dann das. Das wäre gegangen. Aber gut, wir haben es geschafft. Das ist schon mal was. So. War schon mal ein bisschen anspruchsvoller. Oh je, je, das wird immer anspruchsvoller. Da müsste man den Laser schief ranstellen, warte mal. Das hält so ja nicht, ja? Connector. So. Connector. So. Connector verdrehen. So. Ich glaube, ich bräuchte die eigentlich auch. Das anders hinlegen kann man ja nicht. Weil ich muss ein Gelenk bauen. Schauen wir mal, ob es so geht. Schauen wir mal, was der macht jetzt.
sprayen lassen. So, das haben wir mal. Theoretisch. Ich weiß nicht, ob der da vorbei darüber auch kommt oder daher. Haben wir gesehen. Dann kommt er nicht. Schon zu hoch für das dort. Nee, das müssen wir anders machen. Eventuell können wir hier Gelenk bauen. Das Ganze rüber, Connector. Machen wir noch einen sicherheitshalber. So. Gelenk. Connector. Gelenk. Laser. Mach, ich bin ein Trottel. Ja, da vorne bauen. So. Machen wir auf Max Höhe rauf. Nein. Vorne. So. Das ist gerade ein bisschen schwieriger. Gehen wir noch eins nach vorne. Wenn wir schon so viele von den Steinen haben, wird es schon Grund haben. So. Nektar. Drehding. So, werden wir jetzt drei Laser montieren. So. So. Und so. Los! Wir starten mal die Laser. Gehen wir mal ein Stück rüber. Ja gut, das eine, das ist platt. So, wie komme ich da jetzt ums Eck? Ups. Falsche Richtung. Irgendwas mache ich da nicht richtig. Also wenn das mal so machen. So. Ich glaube jetzt sind wir, ich glaube so ist besser. Ja. Connector ran.
So. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Können wir den Laser mal einschalten. So eine Scheiße, wirklich. So. Ich check grad nicht, was bringt mir das überhaupt, dass die Wände dann fallen hier? So. Haben wir mal dadurch. Hoppla. Self-Destruction. Okay, also irgendwas mache ich falsch. Kann ich mich da reinbauen? Na, nicht wirklich. Jetzt noch weiter nach vorne, aber das wird sie nicht ausgehen. Ne, da rein komme ich nicht, wie es ausschaut. Außerdem zerstört sich. Sich der jetzt wieder selber. Gut, das sehen wir auch nicht. Irgendwas mache ich da jetzt völlig falsch gerade. Nein, Blödsinn. Gehen wir wieder zur ersten Variante über. Die da wäre. Nach vorne. Das muss ja irgendwie funktionieren. Ich muss ja irgendwie ums Eck kommen. Das gibt's ja. Halten die da dran? Sagen wir mal.
Kann ich da bauen? Wenn ich das kaputt gemacht habe? Ah, ja gut, das hilft natürlich. Irgendwie dort hinbauen können. Was? Auf. Sag mal, ich habe das ja gerade mit die drei Laser hinbracht. Warum kriege ich jetzt mit denen nicht hin? Zwei Tippe, dass ich mich das selbst wegballer. Sehr gut. Es war wirklich nur einmal das da hinbauen. Ich habe mich da einfach viel zu lange jetzt irgendwie blenden lassen und blöd rumgespielt. Ja. Wo hält das? Scheiße, an die Säulen. Fuck! Okay, kriegen wir hin. So. Ja. So. So. Jetzt muss aber gehen. Jetzt haben wir's. Los. Ha, jawohl. Geschafft. Ah, das war jetzt lästig. Am Anfang mit den Spiegeln viel zu lang blöd rumgespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte nicht so lange mit den Spiegeln mal antun sollen. Aber nur gleich checken, dass ich das eine Ding auf... Oh. Was ist denn das da? Acht Laser. Muss da rüber. Knopf. Die Wände. Okay. Ich denke mal, ich muss irgendwie diese Knöpfchen hier drücken.
Wie mache ich das jetzt am blödesten? Mit einem Zwergelenk. Nee. Rotator. Da oben. Nee, das ist auch Blödsinn. Warte mal. So müsste das erste gehen. Perfekt. Was ist das auch nach unten gegangen? Schaß im Wald. Ich weiß nicht, was das jetzt macht, aber wenn ich da drauf schieße. Ah, es ist ein Spiel. Okay. Eh zerstört, cool. Nein, das nehme ich nicht hin. Ein Zug zurück. Da kann ich sicher noch mehr machen. Krieg ich den nicht weg? Ja, ich weiß, dass das scheiße ist. Wieso krieg ich das weg? Ich kann den Laser nicht wegmachen. Käse. Der fällt hier runter und wird dann zerstört. Who cares? So, und da ist nach vorne. Wie breit ist die Kugel? Ich meine die Mitte. Los! Na, geh! Scheißen, falscher Knopf. Light Show! Nur ist es platt. Muss ich mit der herüber dann auch gehen eigentlich. Ich werde mich gleich selber zerschneiden irgendwo. Ist doch was jetzt schief gegangen.
Warum funktioniert das jetzt nicht, was vorher schon gegangen ist? Dein Laser rutscht da weg. Der schießt auf mich selber. Die da müssten noch weg da unten. Irgendwie, wieso kann ich das Teil da nicht entfernen? Mal geht es mit Rechtsklick. Okay, gut. Level zurücksetzen. Normal. Das haben wir ja vorher gut hingebracht mit dem Rotationsziel. Das machen wir jetzt noch einmal. Mal, das will ich eigentlich in die andere Richtung haben. So, drehen. Jawohl. Oder da ist noch eine Wand offen. Na, warum lebst du noch? Geleg. Ja, wenn sie runterfallen nicht immer hinhaut, ist das die sicherere Variante. So, dann werden wir da jetzt die Mitte. Das schaut eh so wie gemacht dafür aus. Stellen wir das in die Mitte. Immer seitlich so ein Teil ran. Ja. Dann haben wir noch Konnektoren, ist ja wurscht. Weil ich glaube, die brauche ich nicht. Die schießen vorbei an der Kugel. Aber die mittlere lassen wir jedenfalls weg. Ja, oder? Ne, in die Mitte machen wir es nicht. Aber ein Gewicht stellen wir drauf. So, und der äußerste schießt die Insel leere, ne? Schauen wir mal. Ja, der äußerste war für den Hugo. Alright. Nein, wieso gehen sich die Äußeren da nicht aus? Ja gut, da haben wir es geschafft. Ein bisschen rumgespielt hat es jetzt gebraucht. Aber das macht nichts, weil wir haben es geschafft. Wenn auch nicht bravourös. So, aktiviere Kolben, um Objekte zu werfen.
Ui, das ist cool, ja. Die Welt, das kenne ich aus der Demo, ja. Die ist cool. Haben wir Bomben? Ne, wir haben keine Bomben. Gut. Das heißt, wir werden... Die brauchen wir ja gar nicht. Wir werden ultraschwere Würfel nehmen. Ah, oh ja. Einstellen wir da her. So. Dann nehmen wir die. Das ist nämlich recht laut, die Welt. Theoretisch braucht man da nicht mehr als das. Weil es eh wurscht ist. Einmal. Haha! Bam! Zerlegt. Oh ja, die leben noch. Gibt's nicht. Im Normalfall funktioniert das besser. Fallst du nicht runter? Okay, nein, müssen wir nochmal zurücksetzen. Das geht aber im Normalfall so. Das ist jetzt einfach nur irgendwie schiefgegangen. Machen wir so. Wir könnten aber eine große Blockwand da machen. So. Und noch die Konnektoren daran. Dann bleibt das nämlich ein Block zum Teil. Nee. Oh ja, machen wir das so. Setzen wir da einen Konnektor hin. Dann füllen wir das mit Teilen auf. Den darauf. Warum das manchmal nicht geht, ist mir wirklich ein Rätsel. Die snappt mir eigentlich. Wow, ich habe mal alle Steine verbraucht. Wow, schau mal, was das wird. Warum explodieren die nicht? Ihr Schweine! Ja, komm schon. Fahrt ihr nicht doch mal aus? Arsch mit Ohren! Wollen wir es einfach nochmal. Schauen wir, ob das gleich fällt, sich genau gleich verhält. Nein, verhält sich nicht genau gleich. Sind jetzt ein bisschen anders gefallen. Die Frage ist jetzt halt, wie kriege ich das jetzt weg, wenn ich da nichts mehr tun kann? Weil die Idee finde ich ja cool. Der Wand da vor allem. Schau, jetzt geht mit rechts wieder alles weg, nehmen wir es vorher nicht ging. Strange. So, hier machen. Wird seitlich kippen, ne? Ja. Oh, ging sogar. Aber bringt mir nichts, weil er nichts schießt. So. Nochmal.
Zurück. Oh ja, wir werden da zwei Connector als Balken aufbauen. Dann werden die da unterschiedlich einfach runterfallen lassen. So, zwei, sechs, schauen wir mal. Toll. Ne, jetzt hat er es zerstört alle. Ist ja nicht. War aber auch mehr Glück, glaube ich, als sonst was. Ne, warte, das probieren wir nochmal. Dann nehmen wir die halt auch gleich mit. Nicht ganz vorne, ein bisschen zurückgesetzt, dass die ein bisschen langsamer runterfallen. Hat sich aber auch nicht ausgezahlt, übrigens. Ja gut, er platt macht, haben wir alles. Das muss doch besser gehen. Nichts. Das gibt's hier nicht. So hat das jetzt auch nichts gebraucht, jedenfalls. So, jetzt möchte in der Mitte herin viel bleiben. Jawohl, jetzt hat es das Fette da mitten durchballert. Und du darfst auch noch rumfallen. Und tschüss. Ja, da muss jetzt aber einiges als zerstört gelten. Na, der war auch unnötig. Ja, mit einem Zug 79, na gut. Nächstes Level! Kanonen können ferne Ziele erreichen. Ja, aber nur einmal, ne? Kraftwerk geschützt oder fahren die nach oben oder was machen die? Die Kanone machen wir noch, da ist der Part vorbei. Machen wir das einfach mal. Okay. Ich halte die Zylinder raus. Das irgendwie da drüber schmeißen.
Ja, wie stellt sich das vor? Vielleicht bleiben wir ein paar drin liegen. Okay. Zurücksetzen. Das heißt, zuerst muss ich da mal Sachen reinbringen, die dann nach oben ballert werden. Ich habe da schon so eine Idee. Nee, das bringt auch nichts. Ich wollte das darüber fallen lassen, aber füllen wir mal eines an. Wird er vielleicht eins reichen. So. Ui, zwei, drei fliegen mit. Yep. Funkt zwar in die eine Richtung, aber nicht in die andere. So. Gehen wir ganz an die Ecke. So. Schaut gut aus. Nein, jetzt hat's das weggezahlt. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Läuft doch! Puh. So Leute, dann danke fürs Zuschauen. Das war wieder mal recht knifflig und die Zeit verrennt im Spiel ist der Wahnsinn. Wir spielen weiter. In der nächsten Part, die nächsten Level. Das ist auf jeden Fall ein Spiel zum Durchspielen. Ich finde es total super, weil man ein bisschen denken muss. Auch mal dabei, nicht nur draufklopfen, blöd. Ich vernachlässige natürlich nicht andere Spiele, aber es ist derzeit gerade irgendwie Flaute von Content bei den meisten. Icarus ist natürlich immer da, aber Scorpion Boss haben wir auch mit mehr Glück als Verstand erlegt. Da wäre eine ältere Mission dann jetzt zu machen irgendwie, aber ja, werden wir auch machen, aber jetzt zocken wir mal hier ein bisschen und dazwischen kommt dann was anderes. Planetcraft, da kommt hoffentlich bald ein Update. Habe ich noch ein Video in Petto, da bin ich aber nicht fertig damit. Mache ich nachher weiter. Vielleicht kriege ich das doch mal hin. Gut, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, like, comment, nicht vergessen. Bis dann und ciao.